Ja, hallo, servus und habe die Ehre. Wir sind da kurz vor diesem Kanal, glaube ich, genau. Und ja, da ist eine Statue, sehr gut. Aufnehmen. So ein Zombie, sehr gut. Hamburger können wir essen. Da ist ein bisschen wieder mehr gesundheit haben. Whisky trinken wir lieber wohl nicht. Trinken wir lieber mal nicht. Ich glaube, es ist nicht so blöd, wenn wir uns da unten eine Taschenlampe mitnehmen. Die liegt da gerade sehr gut. Ein Feuerlöscher? Nein, werden wir glaube ich nicht brauchen. Wo ist denn der? Da, dass sich den sehen hat. Was, dann gehen wir mal hoch wieder. Ich hab keine Zeit. Ich muss ein bisschen lauter dran bei mir, weil sonst sehe ich dann sehr nichts. Ui, ui, ui. Und ist nach links, nach rechts. Alter Fuchs. Schaut nicht sein Land aus da mal. Was ist denn das da? Ein Eimer. Alter Schwede! Bist du deppert? Wie sind denn die alle gestorben? Boah! Die leben ja alle noch. Ich weiß, so eine Pistole in so eine taktische war dann schlecht, gell? Die leben da ja alle noch teilweise. Bitte nicht! Ich geh rein, jetzt einfach so durch da irgendwie so. Eine Pistole war das. Ach, Scheiße, Alter, die leben ja alle noch, Alter! Gibt's ja nicht! Da ist eine Pistole! Boah, da ist es los! Das ist wie wenn das Fisch war. Okay, komm, geht's drauf erst. Das ist zwar nichts, aber ich schau halt einfach mal. So weit einmal gut. Und jetzt haben wir uns statt diesem Ding da die Pistolen auf. Genau. Und jetzt machen wir was, glaube ich, ganz besonders cooles. Und zwar können wir kombinieren. Die taktische Pistole. Auf Deutsch einfach eine Pistole mit einer Taschenlampe vorne. Und jetzt haben wir wieder einen Platz frei. Sehr gut. Jetzt nehmen sie die Motor. Alter, ich habe die Motorsäge fallen lassen. Gar nicht gut. Und statt dem nehmen sie da irgendwas gesehen. Da Vorschlaghammer, der ist immer gut, der ist immer gut, der kann immer was. So, weiter geht's. Alter, das ist ja Wahnsinn, du glaubst mir, das sind hier und dann auf einmal. Kommen sie von unten und ich sieg's nicht. Heißklebepistole, alter Fuchs. Ich würde dann so viel verschießen, weil sind diesmal Sachen auch hier. Meine Taschenlampe ist dann auch weg, ja. Ah, scheiße, das ist mein Motorsockel hier. Voll logisch und so. Scheißen jetzt. Ich sehe nix. Nur ein paar leuchtende Augen da. So, jetzt nehme ich trotzdem die Pistole. Ui, das ist ein. Bist du deppert, da reißt er ein bisschen viel da. Einen Schuss heben wir auf. So, jetzt muss ich wieder mit dem Vorschlag kommen, anders geht's nicht. Mann, das gibt's ja nicht. Erst ist noch ein Pistole. Also, nein, das ist gerade die Sachen. Nein, die Schrotflinte, Alter, voll geil. Alter, der Fuchs, der geht da. Fühlt man sich wie im Walking Dead. Ich habe jetzt übrigens angefangen, die Walking Dead Serie zu schauen. Ich habe mir es von einem Freund ausgeborgt. Bist du deppert, Alter? Und ich finde es dabei extrem geil. Ich bin zuerst bei der ersten Staffel, vierte Folge, glaube ich. Aber mir gefällt es ganz gut dabei. Bin irgendwie zombie-narisch dabei. So, Anschluss haben wir noch. Der ist da. So, nehmen wir sind schon auf einen Vorschlag gekommen, also ich glaube, das Gescheitere. Die Batterie können wir sich auch nehmen mal. Ah, Scheiße. Wie viel sind das da noch? Oh ja, der Fuchs.
Ich würde nicht einfach durchrennen, aber ich muss einfach durchrennen, glaube ich. Sonst schaffe ich das doch nicht. Zementsäge ist da, glaube ich, gewesen, kann das sein? Ja, ein bisschen. Ja, ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Bam, fuhr einen in Schädel. Bist du deppert? Der geht aber. Obwohl er nichts sieht. Ah, komm schon. Sind nicht immer so viel. Ich glaube, da kommen jetzt auch Horden Masse erst. Aber der stört lieber da trotzdem alle. Vielleicht findet da irgendein Pistolen oder irgendwas in die Richtung. Und das nächste Mal muss ich dann unbedingt zu einem Quartier, dass ich mein. Fuck, ich bin gleich hier. Ich sollte mir ein. Da ein Leben holen. So. Nächstes Mal muss ich dann unbedingt mal zum Waffenschrank gehen. Weil. Nicht bessere Waffen waren nicht so schlecht, gell? Ich dachte jetzt so gerne auf das Fassel da schießen, aber dann weiß ich, glaube ich, dass man. Ich versuch's halt einmal. Ich hoffe, dass mir da schon noch nicht weggeht. Ist. Gott verdammt! Okay, sie ist weg. Scheiße erst. Muss irgendwo da schon noch wieder liegen. Komm schon auf, wieder geht. Passt. So, sind wir da schon ins? Nix eigentlich. Ich schätze mal, wir müssen da rauf. Maurerhelm. Na, brauchen wir eigentlich nichts dabei. Okay, da war jetzt der Taschenlampe echt verfurter. Das ist ein Bauplan, das sind zwei Baupläne, das ist immer sehr gut, aber. Aber Taschenlampen, da hat mir trotzdem mehr gefallen. Was ist das da? Armeejacke und Hose, urgeil. Granate, die nehmen wir mal gerne auf. Vielleicht brauchen wir die ja dann gleich. Snack brauchen wir eigentlich dabei nicht, aber nehmen wir es uns halt einmal auf, ein Brot oder was. So, ui, das ist ein Leichen da. Electro Crusher, okay. Vorschlag haben wir. Batterie, was ist das da? Eiserne Maria. Das ist ein Name, Alter. Alter, komm, wieso ist der Kartuschenlampen? Einen Vorschlag haben wir, nehmen wir sie da noch auf. Besser zwei Vorschläge kommen als gar keinen Vorschlag kommen. So, weiter geht's. Ich wette, da sind jetzt ein Arsch voll Zombies. Oh. Als wäre das nicht unheimlich genug. Jetzt ist es einmal vom Friedhof noch besser. Jetzt kommen uns gleich die Gräber raus. Was ist das da? Was ist das da? Achso, der stirbt da auch gerade. What the fuck, was ist das da? Okay. Und mit, was mit derer? Warte, untersuche. Ich hab da nämlich ein paar Nebenmissionen. Ich glaube, ich mache da gerade so nebenbei so Nebenmissionen. Links. Fast unten seht ihr es da, links auf der Seite da, untersuche den Friedhof steht da. Ich weiß es nicht genau, ich sollte halt mal glaube ich mit der da reden, aber ich weiß nicht, wie der aufgekommen. Jetzt stellen wir halt einmal da ein paar so Zombies. Erst jetzt kommt es mir erst über eine Mähjacke, jetzt will ich irgendwas das nächste Mal sehen, sehr geil. Hey geil, da kann ich die Dinger auch zerstören. Der Vorschlag kann man jetzt gleich hin, aber das ist nicht so schlimm. Weil ich ja noch einen hab. Obwohl ich weiß nicht, ob das ausreicht mit dem Masse da. Okay, der zweite ist eigentlich hin.
Wow, da hat der Kid wieder aufgesucht. Irgendwie schauen die Zombies überall gleich aus. Ich meine, in Walking Dead schaut es eigentlich fast gleich aus wie da oder dann. Okay, meistens haben wir eigentlich im Walking Dead haben es noch die meisten. Alter! Haben eigentlich die meisten noch Sachen. Arme und Beine. Ich rede mal mit dir. Also ist dieser Zombie? Was geht denn der auf? Hallo? Ruhe! Der Todesengel verlangt dich! So, jetzt mal was anderes, dass man das ein bisschen besser hörte. Tun wir die Sprachlautstärke ein bisschen auf. Machen wir es so. Untertitel gehen wir auch rein für euch. Der Todesengel? Sprichst du von den Zombies? Sprich nicht über das, von dem du nichts verstehst. Diese Wesen haben uns den Tod gestohlen. Willst du sagen, dein Todesengel mag es, wenn Zombies sterben? Ja! Gib dem Todesengel und du sollst belohnt werden. Sanyo Pral Qualate. Blute sie über dem Siegel aus. Okay. Das heißt, ich glaube, ich muss jetzt ein paar Zombies auf diesem Siegel zerstören. Mir jetzt erst was anderes schauen, und zwar, ich habe vorher zwei Waffenpläne gekriegt. Und mir jetzt schauen, was man dafür braucht. Ein Football und ein Bowie-Messer. Okay, Bowie-Messer. Das haben wir, den Electro Crusher, bei meinem Vorschlag haben und Batterie. Das haben wir recht oft. Das können wir wahrscheinlich recht schnell machen. Hätten wir uns vielleicht drinnen anschauen sollen, dass wir es gleich machen hätten können. Und jetzt schauen wir noch auf wegen der Mission untersuche. Wo ist das? 0 von 5 Siegel gelöscht. Wie kann ich den löschen jetzt? Vielleicht muss ich. Mann! Ah da! Ist ja schon 1 von 5 Siegel gelöscht. Okay, vielleicht, ich glaube, ich muss einen Typen, einen Zombie muss ich auf einen Siegel zerstören. Dass er halt auf dem Siegel stirbt in die Richtung oder dass ich ihn auf dem Siegel kill. So, jetzt brauche ich aber irgendeine andere Waffen, weil ich habe nur mehr dieses Beil da. Nehmen wir sie mal. Feuerwehrstiefel. Besseres. Oh, jetzt können wir den nicht aufnehmen. Geht's nochmal rein, wenn mich das schauen. Ich glaube, die Batterie war vorher drin. Was ist das da? Eine Sackkarre, okay. Schauen wir, vielleicht finden wir da irgendwo noch eine Batterie, dann können wir uns in den Electro Crusher da bauen. Das ist. Ja, sehr gut. Nehmen wir uns die Batterie auf und jetzt. Gehen wir bauen. Sie kriegen irgendwie so ein Hammer, der was so Elektrowellen. Alter, urgeil. Was so Elektrowellen auslöst. Alter Fuchs, der geht sicher an. So, braucht trotzdem noch irgendeine andere Waffen. Weil. Schauen wir mal, ob wir uns mit den Baseballschlägen was bauen können, mit der Batterie. Ja, wahrscheinlich aber nicht. Hey, doch! So, ich kann noch mehr. Ich kann jetzt zwei Elektro. Alter, Fuchs, du ist ja noch. Ich kann jetzt zwei Elektro-Crusher machen. Genau, ich wasche. Weil es geht mit einer Batterie und mit. Ah, es geht mit einem Vorschlag. Alter, Fuchs, das bin ich gleich hier da. Da war ich gerade, ich muss lesen. Es geht nämlich, was ich vorher gesehen habe, auf dem Plan mit dem Vorschlaghammer und mit dem Baseballschläger und aber die Batterie braucht man immer. Was willst du für Digga? Ich gehe lieber doch nochmal zurück, weil da drin war ja nur was zum Essen. Und dann werden wir sie die ganzen Siegel da holen, beziehungsweise die Story-Mission weitermachen. Was? Da war das? Ja, jetzt bin ich wieder. Da, das essen wir auch noch.
Ja, ist okay, passt. Jetzt haben wir zwei so fette Electro-Crusher, das ist immer sehr gut. Weiter geht's. Was ist das da? Was? Motor. Motorradmotor und Boxhandschuh. Ha, urgeil. Vielleicht kann ich mit dem irgendwas bauen. Nehmen wir sie mal statt die Granaten, nehmen wir sie Motorradhandschuh. Motor. Oder schauen wir einfach mal auf die Waffenpläne da. Na, da haben wir eigentlich nichts mit. Ja, da sind wir. Haben wir eigentlich nichts mit irgendwelche. Haben wir nichts mit dem Motor oder mit den Boxhandschuhen. Aber die sind sicher nicht so schlecht, das macht sicher ein bisschen Spaß. Probieren wir es halt einmal aus einfach. Ah, komm schon. So. Sau lustig. Die gehen ja nicht immer so langsam drauf. Ich glaube, es wird mir die Zombies aufheben für diese Siegel, die was eigentlich da alle in der Nähe sind. Ah, da vorne ist noch eins, das haben wir vergessen. Das ist ja gleich mal ein Zombie, das ist sehr gut. Aber dann nehmen wir uns jetzt gleich wieder einen Electro Crusher, der ist ein bisschen effektiver. Was tun die Zombies da? Die wollen da aussehen, okay. Ah, da ist ein Typ reingekommen. Scheiße, ich war auf öffentlich da. Ja, von mir aus. Ist irgendein echter Spieler, der Typ jetzt da. Und ja, von mir aus kann man halt öffnen, wenn er deppert ist, hauen wir da raus. Wie er meint. So, kommt her da. Ich glaube, ist er Engländer oder Amerikaner, weil da glaube ich gerade Englisch geredet. Aber jetzt wurscht. Jari-Fan. Mehr da, du Warmer. Hole Zombirex aus der Leichenhalle. Mann, kommt her da, Alter. Jetzt kann er da so schwer sein. Junge! Hallo, ist er deppert, oder was? Hey, das bist du ihn. Ui, das sind noch besser, was bist du ihn. Ah, der Typ hat mir schon eins gemacht, sehr gut. Aber ich weiß nicht, wie man das da dann löschen kann. Vielleicht muss ich einfach aufhören. Nein, geht auch nicht. Drücke Ding, um anderen Spielern beizutreten. Ich will jetzt kein anderes Spiel beitreten. Junge! Jetzt vielleicht kann ich da schaufeln. Nehmen wir uns einmal. Dort an Electrocrush die Schaufel auf. Was tun die da erst? Das ist noch abgesägte Schrotflinte. Was ist besser? Electrocrusher oder die abgesägte Schrotflinte? Ich glaube, ich lasse mal auf die Granate da. Jetzt habe ich zwei Electrocrusher und zwei Schrotflinten. Aber wie das da zerstört, weiß ich jetzt auch nicht. Das legt mir so auf den Wurst. Ich will jetzt nicht mit von der Warmer. Ich hatte Klasse. Machen wir mal die anderen da weiter. Machete? Oder Machete? Ja, auf dem Hupen, ich geh nicht rein. Kann den irgendwie aussehen. Spieler hinauswerfen, das geht doch. Ist jetzt noch da? Nein, no, ich glaub nicht. Okay, passt. So, der kommt wenigstens her zu mir. So. Jetzt wissen wir, wie es geht, aber warum die da oben nicht. Da ist einer da. Okay, passt. Wenn die mich jetzt verfolgen, dann kann ich. Ja, das geht. Kommt ja da. Hallo! Was ist denn der Deppert oder was ist mit einer? Was tun die, Alter? Was tun die, Alter? Sind die voll bekloppt? Das ist schon da gelassen, das Schwert da drinnen. Ja gut, jetzt habe ich eigentlich nur mehr das dran. Und das dran.
Aber ich habe auch eine Idee, ich könnte das ja einfach so machen, der Typ bewegt sich da ja eh nicht. Ich könnte versuchen, wenn ich mich jetzt da aufstehe, stehe und dann den kill. Geht auch nicht. Ich könnte. Der attackiert mich nicht einmal, ich glaube, das buggt gerade irgendwie. Aber der attackiert mich, oder? Ja, der attackiert mich. So, bitte steh wieder auf. Ja, komm, komm, Schatz, steh wieder auf. Alter, was ist mit dir? Was tut der da? Es geht, okay, passt. Komm her da. Ja, sehr gut, endlich geschafft. So, jetzt haben wir gleich das letzte. Ich hoffe, das ist nicht so schwer wie das andere. Was passiert da drüben gerade? Meine Güte, der schreckt mich da. Okay, von mir aus. Ich sag, das eine Siegel machen wir danach und dann haben wir eine recht lange Folge, wo wenig passiert ist. Das nervt irgendwie. Aber was soll ich tun, wenn die Zombies nicht weitermachen? Aber ich glaube, da sind ja ein paar, oder? Ein paar sind, aber. Ja, endlich geschafft. So, kehre zu Christine zurück. Ich nehme mal, sie ist die Christine da oben. Obwohl irgendwie ein unpassender Name. Okay, was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung, was jetzt. Ich weiß nichts da, ist jetzt einfach Kummer, okay? Quarantänestationen der Armee zu begeben. Überlebende sollten nach Sonnenuntergang mit Zombies extrem vorsichtig sein. Zu dieser Zeit nehmen Hunger und Kraft aufgrund einer ungeklärten Mutation des Virus zu. Jetzt ist Nacht und jetzt sind die irgendwie extrem stark. Was, so hab ich das jetzt verstanden? Okay, ich gehe jetzt trotzdem kurz zu Christine um. Und dann machen wir mal Schluss. Und. Alter Fuchs. Das wird, glaube ich, eine schlimme Nacht. Was, abgesehen davon bin ich gleich hier. Okay, passt mit der. Alter, das, was? Die Alte hat es gerade selber gekillt. Warum das? Was muss ich jetzt tun? Okay, gar nichts. Gut, machen wir mal Schluss für heute. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich weiß nicht, ob mich freuen soll aufs nächste Mal. Ich hoffe echt, ich hoffe, Dingenskirchen freut sich aufs nächste Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal und tschaußen.